Stefanie Grössing ist angehende Pädagogin und macht gerade ein Praktikum in der Kita Freundschaft. Soweit so gewöhnlich. Das Besondere ist, dass es für sie ein Auslandspraktikum ist. Denn Stefanie kommt aus Wien. Eine Woche lang lernt sie die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen deutschen und österreichischen Kitas kennen. Einige Unterschiede sind ihr schon aufgefallen. Also der Personalschlüssel ist höher in Deutschland. Also das heißt, es sind mehr Erzieherinnen in den Kitas oder in den Gruppen. Bei uns sind eben weniger. Die Kinderanzahl unterscheidet sich auch. Und die Räume wie hier, also die Räume sind meistens in zwei geteilt. Das ist in Österreich ganz selten. Stefanie Grössing ist eine von 22 Praktikantinnen, die derzeit zu Gast in Cottbus sind. Sie machen alle eine Ausbildung an einer Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik in Wien. In der Kita Freundschaft betreut Stefanie die 1,5- bis 3-Jährigen in der Mäusegruppe. Währenddessen ist Emine Kanli ein Stockwerk höher mit den Vorschülern beschäftigt. Die Wienerin bringt der Löwengruppe 2 gerade ihr Heimatland näher. Die Kinder haben schon nach 4 Tagen eine gute Bindung zu Emine. Damit hätte die Praktikantin anfangs nicht gerechnet. Ich konnte es mir nicht vorstellen, dass die Kinder mich so schnell angenehm aufgenommen hätten, weil eigentlich auch die Sprache ganz anders ist und ob sie mich verstehen werden oder ob wir richtig eine sichere Bindung mit den Kindern aufbauen könnte. Und es war wirklich, mein erster Eindruck war sehr super und das Team ist auch sehr engagiert und haben uns wirklich sehr nett aufgenommen. Ja. Diese Art von Auslandspraktikum gibt es in Cottbus jetzt schon zum 7. Mal. Die Kita Freundschaft ist dabei der Initiator der ganzen Aktion. Die Österreicherinnen bekommen so die Chance, ihre praktischen Erfahrungen auch mal fernab der Heimat zu ergänzen. Für Stefanie und Emine ist das Praktikum schon wieder vorbei. Heute ging es für beide noch nach Berlin, ehe sie dann zurück in Wien für ihre Abschlussarbeit büffeln.